Wir haben alle nur eine gewisse Zeit zur Verfügung und die sollten wir nicht dazu verschwenden, frustriert zu sein, uns über Kleinigkeiten aufzuregen. Ich weiß, es ist eine krasse Zeit, in der Bomben bei Konzerten hochgehen und wir müssen unser normales Leben weiterleben. Wir haben auf einem Konzert gespielt, wo 100 Meter von uns eine Rucksackbombe hochgegangen ist und man muss das Leben weiterleben. Man darf unseren Frieden, unsere Kultur, unsere Musik, unsere Leidenschaft dürfen wir uns nicht kaputt machen lassen. Wir müssen weitermachen. Und deswegen danke euch, ich euch ganz besonders, dass ihr heute Abend da seid. Dankeschön, Brandenburg. Dankeschön. Immer wenn die glauben, dass sie angekommen sind, immer wenn die Funken wie die Augen eines Kindes, immer wenn die stolzen auf uns selbst und sein schwerer Stein vom Herzen fällt, immer wenn die Liebe in uns spürt, sehen die das Licht. Immer wenn die glauben, dass es kein Weg mehr gibt, immer wenn die Wahrheit unsere Hoffnung fast besiegt, immer wenn der Schmerz die Herzen trifft, unsere ganze Welt zusammenbricht, immer wenn die Wut das Licht erstickt, sehen wir es nicht. Wenn all das, was vor dir liegt, auf einmal Sinn ergibt, dann scheint durch die Dunkelheit am Ende das Licht, denn du bist das Licht. Mach gerne euer Licht an. Immer wenn wir glauben, dass es keinen Weg mehr gibt, immer wenn die Wahrheit unsere Hoffnung fast besiegt, oh, immer wenn der Schmerz die Herzen trifft, unsere ganze Welt zusammenbricht, immer wenn die Wut das Licht erstickt, sehen wir es nicht. Wenn all das, was vor dir liegt, bei meinem Sinn ergibt, dann scheint durch die Dunkelheit am Ende das Licht. Oh, denn du bist das Licht. Es brennt in unserem Leben, macht sichtbar, wer wir wirklich sind. Und glaubst du nichts irgendwann, dann geh, wohin dein Herz dich bringt.